Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Unternehmen unserer Einflüsse-Reihe zur Diskussion von Zukunftsfragen. Sie wissen, diese hier veranstaltet von der Universität für Bodenkultur, das Zentrum der globalen Wandel und Nachhaltigkeit, dem Bundesamt des Vereins und dem Ministerium für eine lebenswerte Österreich, so heißt es nun. Mit Unterstützung von diversen Partnern, insbesondere auch der KPC, der ich mich an dieser Stelle wieder bedanken darf für die zur Verfügung stellung dieser herrlichen Raumes. Wir haben in den letzten fast 5 Jahren sehr viele Themen diskutiert und sehr viel Wissen erfahren. Sehr viel Wissen wurde uns gut getan und uns vermittelt. Immerhin stellt sich auch die Frage, wieso das Wissen sozusagen nicht in die direkte Umwandlung, in die direkte Umsetzung kommt. Dabei stellt sich also auch heraus, dass dieses Wissen, das wir zum Beispiel vermittelt bekommen haben, ja sehr oft ein Expertenwissen ist und die Frage sich stellt, wo dieses Wissen verortet ist. Ist es auch dort verortet, wo es zur Umsetzung gelangen kann? Denn ein wissenschaftliches Wissen auf der einen Seite heißt noch nicht, dass es in der Religion, bei den Menschen, in der Gesellschaft wirklich ankommt und zur Umsetzung parat ist, sozusagen. Dieses Thema begleitet uns, es ist auch ein Bildungsthema. Und zu diesem Thema haben wir heute den Titel Bildung und gesellschaftliches Lernen für eine nachhaltige Entwicklung in Regionen. Zu diesem Thema haben wir einen Österreicher, einmal in umgekehrter Weise, nicht ein Deutscher in Österreich, sondern Österreicher in Deutschland, verpflichten dürfen. Verpflichten ist gut. Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, zurückzukommen. Sie sind seit 2012 Gastprofessor für Umwelt und Nachhaltigkeit in der Region an der Reifana Graduate School in Lüneburg. Die Forschungsexpertisen von Herrn Mader liegen in regionalen und unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategien und Nachhaltigkeitstraditionen, Theorie und Praxis von Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung. Ja, Herr Professor Mader, darf ich bitten um die Ausführung. Herzlich willkommen. Einen ganz herzlichen Dank dir auch schon bereits für die Einleitungen. Einen ganz herzlichen Dank auch den Veranstaltern für die Einladung zu dieser schönen Veranstaltung Mut zur Nachhaltigkeit. Das ist ja sehr vielversprechend und ich denke, das sollte man auch haben. Und so freut es mich heute über ein Thema sprechen zu können, mit dem ich mich eben schon seit einiger Zeit beschäftige. Und das denke ich ein Thema ist, um das eigentlich niemand auch so wirklich herumkommt, weil jeder doch irgendwo mit Bildung auch aufwächst und lernt und man auch sein Leben lang. Und nun geht es aber darum eben auch, wie kann man Bildung und Lernen so auch gestalten, dass es eben auch zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Und diesem Thema möchte ich mich heute ein bisschen widmen. Auch in dem Sinne etwas tiefer zu blicken, wie gerade auch Hochschulbildungseinrichtungen besonders dazu beitragen können, durch unterschiedliche Bildungsformen wie auch durch Forschung. Und ja, dann können wir uns heute widmen. Ich werde mal kurz mal ein Wasser einschalten. Wie gesagt, wir sprechen ein Thema heute Bildung und gesellschaftliches Lernen für nachhaltige Entwicklung in Regionen. Worüber werden wir da heute kurz einiges lernen und auch sehen und uns fortbilden. Einerseits werde ich ganz kurz umreißen, nur 2 Folien nochmal, was ist so das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung. Ich denke, einige von Ihnen werden vielleicht schon öfters in diesen Veranstaltungen gewesen sein und dann auch das Thema der Nachhaltigkeit schon gehört haben, worum es dabei geht. Aber wenn wir schon darüber reden, was Nachhaltigkeit ist bei Bildungsinstitutionen, sollten wir auch ein gemeinsames Bild haben. Deswegen greife ich das Thema ganz kurz nur auf. Dann werden wir auch sehen, dass es, wenn wir mit Nachhaltigkeit handeln und agieren und uns in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung bewegen möchten, wir doch auch gewissen Herausforderungen gegenüberstehen. Und auf diese Herausforderungen möchte ich mich kurz widmen. Denn schließlich sind wir als auch Aufgabe, gesellschaftliche Aufgabe für Bildungsinstitutionen, für Forschungsinstitutionen, diese Herausforderungen auch zu lösen. Das
bringt uns dann zum nächsten Punkt, der Transformation von Bildung und Forschung in der Gesellschaft, nämlich das Thema einerseits, wie kann sich die Gesellschaft selbst in Richtung nachhaltiger Entwicklung transformieren, was bedeutet der Begriff der Transformation und wie müssen sich selbst Hochschulen und Bildungsinstitutionen transformieren, um dieser Rolle überhaupt auch gerecht zu werden und diesen Beitrag und Auftrag auch zu leisten. Und letztlich komme ich dann zur Conclusio mit ein paar Trends aus dem Bereich für Bildung und Lernen für nachhaltige Entwicklung eben auch in den Regionen selbst. Wobei ich immer wieder so Praxisbeispiele einblenden werde, die das Thema der Theorie etwas in den praktischen Grund auch bringen. Was verstehen wir unter nachhaltiger Entwicklung? Ich denke, das Drei-Säulen-Modell ist vermutlich einigen bekannt und es gibt auch die Grundlanddefinition, wo es vor allem darum geht, dass wir in unserer heutigen Generation nicht die Bedürfnisse auch zukünftiger Generationen gefährden oder beeinträchtigen. Und nun sind das sehr breite Definitionen, die wir so mal definieren können, ja, aber was es dann in der Praxis heißt, ist dann eben oft noch etwas schwieriger. So gibt es momentan einen sehr breiten Dialog seitens der Vereinten Nationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung und Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung, auf Basis dessen zukünftige Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auch definiert werden sollen. Wir kommen darauf noch etwas genauer dann gleich noch zu, dass im 1992 gab es einen Rio-Gipfel für nachhaltige Entwicklung seitens der Vereinten Nationen und 20 Jahre später, im vergangenen Jahr, gab es wieder einen Gipfel für nachhaltige Entwicklung seitens der Vereinten Nationen. Und im Rahmen dieses UN-Gipfels in Rio de Janeiro hat man beschlossen, dass als Follow-up, als Folge der Millennium Development Ziele, was 8 Ziele sind, sogenannte Nachhaltigkeitsziele für die Welt geben soll. Ja? Und momentan ist der Status so, dass man diese eigentlich nicht mehr auf 8 Ziele herunterbrechen kann, sondern man momentan 19 Themenfelder eigentlich hat, in welchen man sich hier bewegt, welche wirklich globale Herausforderungen auch darstellen. Und wenn man sich diese Themenfelder so betrachtet, sieht man dabei auch, dass die einfach sehr vielfältig sind, dass sie auch jeden von uns damit auch betreffen. Ja? Und jeder von uns eine gewisse Wirkung hat und jeder von uns auch eine Rolle hat, hier zur Lösung dieser Ziele und Herausforderungen auch beizutragen. Dieses Beitragen ist aber eben insofern schwierig, als dass wir, wenn wir eben von Nachhaltigkeit sprechen, geht es nicht nur darum, irgendwie von einem Ziel A zu einem Ziel B zu kommen, und das ist ein gerader, stringenter Weg und ich löse ein Problem einfach, indem ich eine Lösung dafür finde, sondern wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, stehen wir Herausforderungen gegenüber, die sich eben etwas komplexer gestalten. Eben aufgrund dessen, dass sich Nachhaltigkeit durch das Verbinden unterschiedlicher Systeme, durch das Berücksichtigen von heutigen und zukünftigen Werten und auch Ansichten, Perspektiven, all diese Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, machen das Arbeiten mit nachhaltiger Entwicklung eben auch schwieriger. Und das ist auch ein Grund, warum es eine besondere Herausforderung für Bildungsinstitutionen ist, hier dem Thema Nachhaltigkeit auch einen Wert zuzumessen und auch eine inhaltliche Bedeutung zu geben. Wenn wir uns nun ansehen, zum Beispiel unterschiedliche Perspektiven, die wir betrachten können im Bereich nachhaltige Entwicklung, wir können auch rein disziplinär denken, rein wirtschaftlich orientiert, dann denken wir aber dabei das Soziale und auch die Umweltperspektive aus. Ja. Deshalb geht es bei Nachhaltigkeit darum, dass wir interdisziplinäre Perspektiven einbinden, ja, und auch berücksichtigen, was in anderen Bereichen stattfindet, welche Veränderungen dort durch mein Agieren, durch mein Handeln auch selbst stattfinden. Dazu machen wir ein ganz kurzes Spiel. Und zwar, ich habe gleich, ich soll hier stehen bleiben, richtig? Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie mal mit Ihren Fingern so einen Kreis bilden, die Hand dabei so ausstrecken, durch diesen Kreis durchblicken und nun eine meiner beiden Hände damit betrachten und die Hand gestreckt halten.
beide ist. Das war ein Perspektivenwechsel, den wir durchgeführt haben. Es geht also stark darum, dass wir eben nicht nur auf eine einzelne Disziplin, auf ein einzelnes Feld, auf einen einzelnen Problembereich auch blicken, sondern dass wir das gesamte Bild eigentlich ins Auge fassen. Und das ist eine große Herausforderung der nachhaltigen Entwicklung. Es geht dabei, entstehen Komplexitäten, auch Unsicherheiten, wenn man nur das Thema Klimawandel aufgreift. Es gibt gewisse Prognosen, aber wir merken immer mehr, dass man gewissen Herausforderungen dabei, die mit Klimawandel verknüpft sind, mitunter auch sogar machtlos gegenübersteht. Ja? Naturkatastrophen, die man nicht vorher unbedingt berechnen kann. Ja? Und das sind gewisse Unsicherheiten und auch Komplexitäten, die bestehen, denen wir dabei gegenüberstehen. Was es dafür aber braucht, ist kreative Bildung und auch Arbeitsweisen, welche dann auch Innovationen fördern. Ja? Dass wir neue Ideen bekommen und neue Ideen auch finden können für unerwartete Herausforderungen. Es geht, wie schon gesagt, um das Heute und um das Morgen. Um die heutige Generation, wie auch zukünftige Generationen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Hierbei geht es im Bildungsbereich stark darum, dass wir hierbei strategische und auch antizipatorische Kompetenzen schaffen. Das heißt, wie kann man auch strategisch planen, wie sich die Zukunft auch entwickeln kann und soll. Ja? Aufgrund all dieser Rahmen-Einflüsse, denen wir gegenüberstehen. Und es geht auch um unterschiedliche Wertanschauungen. Wenn wir transformative Prozesse planen mit einer starken Beteiligung unterschiedlichster Akteurinnen und Akteure, wo wir Leute mit involvieren, die unterschiedliche Sichtweisen mit einbringen, auch unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Werte, und all diese Werte und Perspektiven sollen zu einer gemeinsamen Lösung beitragen. Auch dafür braucht es gewisse soziale Kompetenzen, um hier einen gemeinsamen Lösungsprozess zu bilden und zu schaffen. Ja, und dem stehen wir nun gegenüber. Wir sitzen alle im gemeinsamen Boden auf unserer schönen Erde und müssen nun versuchen, diese Lösungen gemeinsam zu lösen. Also die Frage ist einfach nur eben das Wie. Ich bringe nun ein paar lokale spezifische Projekte, wo so Nachhaltigkeitsherausforderungen aufgegriffen werden. Ganz lokaler Ebene auch. Wir sprechen dabei auch oft von sogenannten Communities of Practice. Solche Communities of Practice werden definiert als ein System der Beziehungen zwischen Leuten, zwischen Menschen und deren Aktivitäten, welche eben in einer Zeit, in einer Relation auch des Miteinanders miteinander agieren und dabei auch ihre Communities, ihre Beziehungen miteinander wechseln. Ja, also wo man aufgrund des Themas miteinander spricht, miteinander sich austauscht, auf regionaler Ebene, dann mal voneinander lernt und in der Interaktion auch voneinander lernt. Was sind solche Merkmale, solche Communities of Practice, wo man gerade noch Beispiele noch sehen werden? Es ist das sogenannte soziale Lernen, das heißt das Lernen voneinander, von den Kompetenzen des anderen. Es ist ein gemeinsames Engagement, das entsteht, ein gemeinsames Leadership auch für eine gemeinsame Idee, ein gemeinsames Ziel, das verfolgt wird. Ganz wichtig in solchen Communities of Practice ist auch das Vertrauen, das entsteht durch den Austausch voneinander, miteinander, dass man auch durch einen geteilten Leadership in so einem Prozess auch ein geteiltes Vertrauen aufbaut für diesen gemeinsamen Prozess. Es sind persönliche wie auch physische Treffen, die dabei stattfinden, und es sind eben offene demokratische Strukturen, die in solchen Communities of Practice auch stattfinden. Also auch Governance ist eine wichtige Angelegenheit. Einige Beispiele dafür, wir kennen vielleicht schon in einigen Städten, auch in Wien, oder ich kenne sie auch aus Lüneburg, etwa Urban Gardening. Neue Initiativen, wo hier Akteure auf lokaler Ebene ganz spezifisch hier miteinander zusammenkommen, um voneinander zu lernen und gemeinsam etwas Neues zu gestalten, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und einen Beitrag zu leisten, zu ihrem gemeinsamen Wohlergehen auch. Coworking Spaces. In Wien gibt es zum Beispiel ein Hub oder auch andere Coworking Spaces, wo soziale Innovationen im Unternehmertum gemeinsam ausgetauscht werden und gemeinsam entwickelt werden. Ja? Auch hier kommen Leute mit gemeinsamen Zielen zusammen, die
die alle auch ihre Projekte verfolgen und voneinander lernen möchten. Es sind Bürgerinitiativen, auf ganz lokale Initiative, die auch sich für ein Thema gemeinsam einsetzen, um auch ihr gemeinsames Thema voranzubringen, oder eben auch Vereine unterschiedlichster Art, die Themen gemeinsam verfolgen. Wichtig dabei ist eben das selbstorganisierte Lernen in diesen Vereinen oder auch in Interessensgruppen. Wo also nicht unbedingt eine formale oder auch informelle Bildungsinstitution dahinterstehen muss, sondern an sich ein selbstorganisiertes Auftreten dieser Akteure stattfindet, das hier vorankommt. Ein Beispiel von so einer Community of Practice und gesellschaftlichem Engagement ist hier Dialog N in Lüneburg. Lüneburg ist übrigens ca. 60 Kilometer südöstlich von Hamburg, also recht im nördlichen Deutschland, eher Flachland oder sehr Flachland. Der höchste Berg bei uns ist der Wieseler Berg, 83 Meter. Also die nennen ihn wirklich Berg. Aber das ist Lüneburg und die Lüneburger Heide. Und Lüneburg ist eine Altstadt mit 70.000 Einwohnern und sehr geprägt durch die Universität auch, die in dieser Stadt besteht. Hier in Lüneburg hat sich eine Initiative seitens der Bürger gestartet und dann auch auf Anfrage in enger Kooperation mit der Universität, nennt sich Dialog N, Dialog Nachhaltigkeit in Lüneburg. Diese Initiative verfolgt hier drei Kernfragen. Zum einen, wie gehört für mich zu einem, was gehört für mich zu einem guten und nachhaltigen Leben? Was kann ich für ein gutes Nachhaltigkeitsleben in Lüneburg auch tun? Und welche Unterstützung brauche ich dafür von meiner Stadt? Also es geht hier auch um den Dialog mit der Stadt, mit den öffentlichen Einrichtungen, um hier letztlich gemeinsam zu einer nachhaltigen Lüneburg und zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung auch beizutragen. Diese Initiative ist eine sogenannte Multi-Stakeholder-Initiative, das heißt, es kommen Akteure aus unterschiedlichsten Hintergründen gemeinsam zusammen, um hier das gemeinsame Ziel der nachhaltigen Stadtentwicklung zu verfolgen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Bürgerlesungen, Theaterworkshops, Bürgeraktionen, Musik, Kunst, Bewegung, Sport, Nachhaltigkeitsgespräche, Kochworkshops, Smart Mobs, also Aktivitäten ganz unterschiedlichsten Hintergrunds, wo Akteure unterschiedlichsten Hintergrunds auch wieder ihre Kompetenzen mit einbringen können und austauschen können, um an einer gemeinsamen Mission für Lüneburg zu arbeiten. Seitens der Universität hatten wir etwa einen Workshop, wo wir uns einer Tagern, an diesem Tag hat es leider auch Regenwetter gegeben, auf den Hauptplatz gesetzt haben, um einfach einen offenen Dialog über nachhaltige Wissenschaft mit Bürgerinnen und Bürgern zu führen. Ja? Wo Bürgerinnen und Bürger einfach auf uns zugekommen sind und Fragen stellen konnten. Ja? Was wir dann mit einigen gemeinsam auch gemacht haben, in dieser Gesprächsrunde, und dann etwa solche auch Mindful Maps, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier ihre Karte in der Stadt aufzeichnen können und was sie mit Lüneburg und Nachhaltigkeit in ihrer Stadt hier verbinden. Aber solche Aktivitäten schaffen Austausch, schaffen eine Brücke auch zwischen Wissenschaft und den Bürgerinnen, schaffen eine gewisse Nähe und die Vielzahl dieser Aktivitäten hat dann eben zu einer gemeinsamen Vision auch für Lüneburg geführt, die nun in der Stadt auch weiter umgesetzt wird. Ein weiteres Projekt, etwas anderer Natur, ist hier ein Projekt, wo ein Fruchtsafter Unternehmen auf die Universität auch zugekommen ist und stellen keine Naturkostsäfte her, ist einer der größten Naturkostsafthersteller in Deutschland. Und mit der Bitte, ein Tool gemeinsam zu entwickeln, das ihnen dabei hilft, ihre Wirkung für Nachhaltigkeit überhaupt auch zu verstehen. Also eigentlich ein Assessment-Tool für das Unternehmen. Und wir stehen vor der Herausforderung, dass ihr Saft im Supermarkt, zum Beispiel der Apfelsaft, 3 Euro kostet, ja, der Liter. Und daneben steht einer von einem Discounter, auch mit einem Bio-Label drauf, wo die Äpfel dann vielleicht als Kinder kommen. Und die Arbeitsbedingungen unklar sind, wo keine Sozialprojekte dahinter stehen, aber sich das halt dann auch im Preis niederschlägt und der halt nur 1 Euro kostet trotz Bio-Siegel. Aber als Konsument wählt man letztlich, steht man vor der Herausforderung, okay, man hat jetzt 2 Flaschen mit beiden Bio-Siegel, welche wählt man günstiger? Ja? Was aber nicht unbedingt die vernünftigere Lösung ist. Und so hat sich das Unternehmen
Unternehmen im Auge gefragt, okay, wie kann ich meinen Konsumenten auch vermitteln, welche Geschichte eigentlich hinter diesen Sachen steht. Ja? Und so haben wir mal untersucht, mit welchen Akteuren arbeitet dieses Unternehmen zusammen. Sie unterstützen zum Beispiel Streuobstwiesen in der Region, wo ein eigener Verein gegründet wurde, auch mit unterschiedlichsten Akteuren aus der Region. Sie beziehen ihre Produkte aus der ganzen Welt, auch mit möglichst kürzesten Transportwegen, je nachdem wird das Produkt. Und all diese Vielfältigkeiten der Projekte haben wir untersucht und eine gemeinsame Matrix entwickelt. In diesem Prozess waren auch Stakeholder aus der Region und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens selbst eingebunden, um hier gemeinsam Indikatoren und ein System, ein Tool zu entwickeln, wie solch Nachhaltigkeit eigentlich für das Unternehmen auch bewertet werden kann. Und um das dem Unternehmen deutlich zu machen, welche Wirkung es letztlich auch im Bereich Nachhaltigkeit hat. Durch diese Entwicklung dieses Tools sind wir letztlich dann auch drauf gekommen, dass es eigentlich in weiterer Folge sehr stark darum geht, welche Werte auch dieses Unternehmen vertritt. Ja? Und welche Werte hier mit Nachhaltigkeit auch verbunden sind. Und dass es gar nicht so sehr um die Indikatoren geht, sondern darum, wie Nachhaltigkeit auch vom Unternehmen selbst verstanden wird. Aber was stattgefunden hat, war einfach ein gemeinsamer Lernprozess zwischen den Mitarbeitern, den unterschiedlichen Stakeholdern, auch der Wissenschaft, dass wir in der Wissenschaft vom Unternehmen gelernt haben und das Unternehmen den gemeinsamen Prozess auch ein Tool in die Hand bekommen hat. Das waren nun kurz ein paar Beispiele eben zu lokalen einzelnen Initiativen, wo sich Akteure unterschiedlichster Idee miteinander getroffen haben, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Das heißt, Nachhaltigkeit kann auf sehr unterschiedliche Weise eigentlich auf lokaler Ebene implementiert, umgesetzt werden und die Wirkung ist dann auch lokal und sehr speziell. Ja? Und wir stehen aber auch wieder vor der Herausforderung, dass wir immer wieder sehen, dass es zu meiner Leute gibt, wie vermutlich auch hier in dieser Runde, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, aber es schwierig ist, an sich das Thema der Nachhaltigkeit auch in die breite Masse hinauszubekommen. Ja, wie erreiche ich die Masse der Bevölkerung, um hier auch ein Bewusstsein zu schaffen für nachhaltige Entwicklung? Das Thema der nachhaltigen Entwicklung wird als globale Strategie schon eine ganze Zeit lang an sich verfolgt. Es hat schon in den 70er Jahren die ersten Publikationen begonnen, seitens der UN gab es 1972 die erste Konferenz für Umweltfragen, die grenzübergreifend sind, in Stockholm. 1992 gab es dann die Rio-Konferenz, in der auch die Agenda 21 entwickelt wurde, wo ein Kapitel, das Kapitel 36, sich dem Thema Bildung schon mal gewidmet hat, wo also das Thema der Bildung hervorgehoben wurde als wesentliches Tool und Hebel für die Verbreitung und die Bewusstseinsschaffung für nachhaltige Entwicklung. Darauf folgen auch die Millennium Development Goals im Jahr 2000, wo auch Bildung wieder eines der Kernquerschnittsthemen war in den Millenniumszielen. Johannesburg 2002, hier wurde die UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung verkündet. Und diese UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, die läuft nun seit 2005 und endet dieses Jahr im Jahr 2014. Wird eine Fortsetzung folgen, erfolgen mit dem Global Action Program. Das heißt, nach 2014 wird es ein Weltaktionsprogramm für Bildung für Nachhaltigkeit geben, dass das Thema der Bildung für Nachhaltigkeit weiter auch in den UN-Strategien vortragen wird. Und vor zwei Jahren gab es in Rio de Janeiro in den Rio plus 20-Gipfel, wo auch sehr stark die Rolle der Bildung und auch die Rolle der Forschung diskutiert wurde und auch in dem Abschlussdokument The Future We Want festgeschrieben wurde. Dass hier zwischen gerade Wissenschaft, Forschung und der Politik und der Gesellschaft eine stärkere Brücke gebaut werden soll, um hier gemeinsame Ziele der Nachhaltigkeit auch zu verfolgen. Diese Grafik oder dieses nette Comic zeigt uns jetzt auch nochmal irgendwie so diesen Gap, der oft noch besteht, einfach einerseits zwischen diesen Environmental Activity Groups oder auch Sustainability Activity Groups, ja, und andererseits aber auch halt noch der breitere Community
94, die es auch gibt, um zu erreichen, ein bewusstes Leben zu schaffen. Bildung für nachhaltige Entwicklung hat sich das eben auch zum Ziel gesetzt, die ja wirklich das Thema Nachhaltigkeit in die breite Masse auch zu bringen, durch die Implementierung in sämtlichen Bildungseinrichtungen. Und wir sprechen eben nicht nur von Hochschulen oder auch von Weiterbildungsmaßnahmen, sondern wir sprechen von Bildungseinrichtungen, die beim Kindergarten beginnen, in der Grundschule, in der Mittelschule, Hochschule. Ja. Und hier überall soll eben das Thema Nachhaltigkeit auch implementiert werden. Ein wesentlicher Hebel stellt dann die Bildung für nachhaltige Entwicklung dar, um das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, welche nötig sind, um die Lebensqualität zu verbessern und ein friedliches und gerechtes Zusammenleben mit einer intakten Umwelt zu ermöglichen. Und ganz wesentlich eben bei dem Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja nicht nur das Wissen, das heißt, was bedeutet Nachhaltigkeit, ja, was wir vermitteln, es gibt jetzt dieses Drei-Säulen-Modell und die Grundlagendefinition, sondern es geht eben sehr stark auch um die Fähigkeiten, das heißt um das Ermöglichen eigentlich und das Befähigen der Personen selbst nachhaltig auch zu agieren durch die entsprechenden Kompetenzen. Die UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung hat schon 2005 gestartet und was ist in diesen vergangenen 10 Jahren passiert? Es hat mal eine erste Verletzung eigentlich aufgegeben. Ich kann mich auch noch erinnern, im Jahr 2005 ist es auch mal durch ein Framework-Programm und durch eine erste Definition überhaupt dazu gekommen, was verstehen wir nun unter Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gibt davor schon Environmental Education, dann es gibt Global Education und es gibt Youth Education, Sexual Education und all diese unterschiedlichsten Formen wesentlich sind. Aber was bedeutet nun Bildung für nachhaltige Entwicklung als wesentlicher Bestandteil eigentlich für Bildungsinstitutionen, welche sie zukünftig integrieren sollen. In den vergangenen 10 Jahren ist es auch dann zu einer Umsetzung von wirklich zahlreichen Projekten gekommen, auch hier in Österreich. Wenn man sich diese Webseite bildungslandkarte.at ansieht, da sind, ich habe heute nachgesehen, 1091 Bildungsinitiativen gelistet in Österreich, die während der letzten 10 Jahre stattgefunden haben, die sich alle dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Ja. Also über 1000 Aktivitäten in Österreich, die wirklich auf lokaler Ebene hier versuchen, Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Gesellschaft zu bringen. Das ist im Zuge dieser Dekade sehr stark passiert. Reporting und Assessment der Rolle der Bildungs- und Forschungseinrichtungen für die Gesellschaft konnten wir auch erkennen, dass das während der letzten 10 Jahre stark zugenommen hat. Von der Uni Graz haben wir 2005 auch bereits den ersten Nachhaltigkeitsbericht einer Universität auch publiziert. Es gibt ein eigenes Assessment-Tool, das in Österreich auch mitentwickelt wurde, gemeinsam mit Niederlanden, das ist das Außen Instrument for Sustainability in Higher Education, EIGE. Es ist auch ein ganzheitliches Bild auf die Nachhaltigkeitsaktivitäten in Hochschulen blickt. Und das sind solche Tools, womit nun Bildungseinrichtungen auch versuchen zu verstehen, welche Rolle sie eigentlich auch in der Gesellschaft haben und einnehmen können, ja, um eben zu einer Transformation der Gesellschaft auch beizutragen. Dass Bildungseinrichtungen nicht nur inhaltliche Fähigkeiten schaffen unter den Studierenden und Innovationen schaffen, die vielleicht auch finanziellen Profit schaffen, sondern dass Universitäten, Hochschulen, Bildungseinrichtungen ihre Schülerinnen und Schüler, wie auch Studierenden und die Gesellschaft befähigen, selbst nachhaltig tätig zu werden. Nur ist es eben, oder hat es auch einen Prozess gedauert, hier genauer zu analysieren, mal welche unterschiedlichen Möglichkeiten hier auch die unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen dafür auch haben. Es kommt auch zu Bottom-up-Prozessen sowie auch zu nationalen und internationalen Strategien und Programmen. Also einerseits zu Bottom-up-Prozessen, wo einzelne Personen in den Gemeinden selbst, in den Kommunen sich für das Thema Nachhaltigkeit engagieren und durch solche Communities of Practices auch aktiv werden und das Thema Nachhaltigkeit und Bildung für Nachhaltigkeit versuchen, in ihrer Gemeinde zum Beispiel auch umzusetzen durch unterschiedliche Projekte. Zum anderen geht es aber eben auch um nationale und internationale Strategien und was ganz wesentlich eben ist, auch dann zu einer Institutionalisierung des Themas der Nachhaltigkeit im politischen und im strukturellen Bereich. Es hat Österreich, ich denke im Jahr 2008,
solches, also auf nationaler Ebene gibt es eine Strategie, wie auch auf internationaler, auf europäischer oder auch auf UN-Ebene gibt es Strategien zur Umsetzung, die dann politische Akteure, aber auch Stakeholder in den Gemeinden, in der Wirtschaft, Forschung und Bildung aufrufen, hier selbst aktiv zu werden. Wie schon erwähnt, läuft diese UN-Dekadenbildung für nachhaltige Entwicklung 2014 aus. Im November findet in der Feuer in Japan die Abschlusskonferenz an sich der UN-Dekade statt und zugleich findet diese Abschlusskonferenz, aber auch die Startkonferenz für ein globales Aktionsprogramm. Das heißt, die Vereinten Nationen haben halt auch erkannt, dass zwar in diesen 10 Jahren schon viel erreicht wurde, aber noch lange nicht Ende ist, dass noch lange nicht das Ziel erreicht wurde, dass Nachhaltigkeit wirklich eben in allen Bildungsinstitutionen ganzheitlich umgesetzt und zu einer Transformation beiträgt. Deshalb wird es weiter ein globales Aktionsprogramm für nachhaltige Entwicklung geben, um hier das Thema weiter zu fördern, auf politischer, struktureller und systemischer Ebene auch. Die zukünftigen Prioritäten dieses Aktionsprogramms werden uns der United Nations Economic Commission for Europe, die ja auch eine eigene Arbeitsgruppe dazu gebildet hat, sind politische Implementierung, das heißt, dass diese Strategien auf nationaler und internationaler Ebene auch umgesetzt werden. Ja. WNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung als Whole of Institution Approach. Whole of Institution Approach bedeutet, dass man zum Beispiel in einer Universität das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in der Lehre aufgreift und sagt, okay, ich biete jetzt eine Lehrveranstaltung, die vielleicht auch für alle Studierenden ist, zum Thema Nachhaltigkeit an, sondern dass man Lehre gemeinsam mit Forschung und mit gesellschaftlichem Engagement miteinander verknüpft und so einen ganzheitlichen Prozess eigentlich zur Transformation in Gang bringt. Ja. Das kann dann etwas sein, dass wenn ein einfaches Beispiel an eine Photovoltaikanlage an der Universität installiert wird, zur CO2-Kompensation, dass dem begleitend auch ein Forschungsprojekt stattfindet, wo Studierende lehrbegleitend auch mit und forschungsbegleitend mit involviert sind. Das heißt, während ihrer Studienausbildung auch Forschungseinblicke bekommen, welchen Nutzen so eine Photovoltaik- und CO2-Kompensation hat. Und vielleicht ist es auch ein Bürgerbeteiligungsmodell mit regionalen Akteuren, wo auch die Gesellschaft und regionale Akteure eingebunden werden. Ja? Also, dass man einfach die Projekte ganzheitlicher denkt und nicht nur den einzelnen Kasten der Universität oder der Bildungseinrichtung selbst. Lernbildung ist ein Thema, einerseits in den Schulen, wenn man von Lernbildung spricht, da denkt man meistens an Lernen in Schulen, aber auch für Hochschulen muss es in Zukunft auch ein stärkeres Thema werden, dass wir auch University Educators, also Hochschullehrende, an sich die Kompetenzen haben, Nachhaltigkeit überhaupt zu bilden. Ich komme dazu noch zu einem konkreten Projekt, das wir dazu auch haben, später. Und Monitoring und Evaluierung habe ich auch schon mal erwähnt, dabei geht es eben darum, nochmal zu verstehen, gemeinsam mit regionalen Akteuren, hier welche Rolle kann die Bildungseinrichtung zur gemeinsamen Gestaltung der Nachhaltigkeit haben. Das heißt, eine Schule oder auch ein Museum, auch informelle Bildungseinrichtungen in einer Region können regionale Akteure mit einbinden in einen gemeinsamen Prozess, um zu verstehen, welche Wirkung können sie hier und welchen Beitrag können sie in der Region selbst auch leisten. Eine Initiative der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung war die Regional Centers of Expertise on Education for Sustainable Development, also Regionalzentren Bildung für nachhaltige Entwicklung, eine Initiative der United Nations University. Und die ersten solcher Regionalzentren wurden 2005 gegründet, damals 8 Stück, so als Pioniere, und bis heute sind es bereits über 130 RCEs, die sich weltweit gegründet haben. RCEs, was ist das genau? Das sind regionale Stakeholder-Netzwerke zur Umsetzung regionaler WNE-Initiativen. Das bedeutet, dass sich hier auf regionaler Ebene, auf lokaler Ebene Akteure unterschiedlichsten Hintergrunds miteinander treffen, um zu überlegen, welche unterschiedlichen Projekte sie lokal in ihrem Kontext der Herausforderungen auch umsetzen können. Das mag dann etwas sein, als wir das in Graz 2007 gegründet haben, ging sehr stark um
auch Abwanderung in ländlichen Regionen. Also als eine zentrale Herausforderung, wo wir regionale Akteure mit eingebunden haben, um hier zwischen Universität und gesellschaftlichen Akteuren gemeinsam nach Lösungen zu suchen. In Nairobi, in Kenia, geht es sehr stark um Armutsbekämpfung. In Malaysia zum Beispiel ist ein Thema sehr stark des Makrobenschutzes. Ja. Also die lokalen Herausforderungen der Nachhaltigkeit sind dann wieder so sehr unterschiedlich, ja, dass die Akteure aber unterschiedlich der Expertise auf lokaler Ebene zusammenkommen und ihre Erfahrungen hier einbringen können, um gemeinsam zu nachhaltigen Lösungen zu kommen. In Österreich gibt es zwei ACEs, eines in Wien und eines in Graz. In Deutschland gibt es auch noch einige und ja, in Österreich gibt es eigentlich schon drei. Gemeinsam mit Südtirol, Bozen und Innsbruck ist da, glaube ich, auch involviert in der Region Südtirol. Tirol und Südtirol. Das ist die Weltkarte dieser ERCEs. Spannend in dieser Entwicklung war auch, dass es am Anfang, wie gesagt, im ersten Jahr mal 8 solche RCEs gegeben hat, die alle noch am Thema der BNE, was das für sie bedeutet, überhaupt gearbeitet haben. Mittlerweile gibt es 130 und hier auch ein sehr starker internationaler Austausch bereits stattfindet. Ja. Es gibt dann internationale Arbeitsgruppen zum Thema Gesundheit, Traditional Knowledge, Hochschulbildung, Hochschulentwicklung, wo hier ganz interkulturelle Aspekte auch miteinander ausgetauscht werden können und sehr viel Erfahrung hier international somit auch lokal dann wiederum Einfluss finden können. Wesentlich, woran dieses Netzwerk nun auch arbeitet, ist das Thema der Scalability. Das heißt, wie können diese lokalen Projekte und lokalen Initiativen und die Erfahrungen, die hier lokal gemacht werden, eben zum Beispiel im Makrobenschutz in Malaysia, welche Erfahrungen und Erkenntnisse sind dort relevant, die für uns auch nützlich sein können? Was kann man hier weitertragen an Wissen? Ja? Oder welche sozialen Innovationen zur Zusammenarbeit, wenn unterschiedlichste Kulturen auch in Malaysia etwa miteinander leben, was können wir aus diesem Zusammenleben auch noch lernen, dass wir hier bei uns vielleicht auch implementieren können? Und wie kann man hier diese unterschiedlichsten Kontexte auch übertragen, obwohl in jeder Region auch für sich steht in seinen Nachhaltigkeitsherausforderungen? Hier nochmal einige Beispiele, eben KwaZulu-Natal, dort in Südafrika, eine Gruppe, die haben etwa auch Jugendliche mit einer App ausgestattet für ihr Mobiltelefon, wo sie auf Umweltprobleme in Kombination mit Google Maps aufmerksam machen können. Ja? Und so auch ein Bewusstsein für Umweltprobleme in ihrer Region, in ihrem unmittelbaren Umfeld schaffen können. Sind auch unterschiedliche Organisationen, NGOs, Hochschule ist mit involviert, Bildungseinrichtungen über die Schulen, die diese App einmal auch verteilen und die gemeinsamen Projekte der Reflexion auch betreiben. In Kitakyushu, eine Stadt im Süden Japans, gibt es eine sogenannte ESD Station in der Stadt, wo 10 Universitäten gemeinsam hier ihre Forschung in die Gesellschaft tragen möchten und zugleich auch einen sogenannten Sensor eigentlich dafür bekommen möchten, welche Fragestellungen in der Gesellschaft auch existieren, die sie in der Forschung aufgreifen können, dann durch gemeinsame Projekte. Genannt habe ich schon das Beispiel der Mangroven genannt, wo die Fische auf die Mangroven angewiesen sind, weil dort der Breeding Ground für die Jungfische an sich ist. Zugleich gibt es Schwimmfarmer, die die Mangroven zerstören möchten. Zugleich bilden die Mangroven auch einen Küstenschutz vor Tsunamis. Also hier ganz unterschiedlichste Werte, Perspektiven, die hier zusammentreffen, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, ist nicht einfach. Was ist nochmal auch das Gemeinsame in diesen Prozessen sehr oft, der Nachhaltigkeit? Es geht eben, wie schon erwähnt, um eine gemeinsame Vision, auch das Vertrauen, diese gemeinsame Vision auch miteinander zu teilen und um auch ein gewisses Leadership, die dabei übernommen wird. Und von Leadership muss man nicht nur sprechen eben von einer einzelnen Person, die sagt, wo es lang geht oder die ganz klar den einzigen richtigen Weg vorangibt, ja, sondern von einer geteilten Leadership, die transformativ geteilt, Shared Leadership stattfindet, ja, wo unterschiedlichste Akteure selbst Verantwortung mit übernehmen,
aber eben das Vertrauen besteht, dass die Akteure auch die gemeinsame Mission miteinander teilen. Dafür müssen aber auch die Capabilities, die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Akteure diese Leadership auch übernehmen können. In Lehrveranstaltungen, zum Beispiel an Universitäten oder auch in Schulen, müssen die Lehrenden die Möglichkeiten haben, überhaupt ihre Methoden so zu gestalten zu können, dass sie mit ihren Studierenden interaktiv, transdisziplinär arbeiten können, gesellschaftliche Akteure in ihre Lehrveranstaltungen einbinden können, ja? Dass da die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Längerfristige Formate von Lehrveranstaltungen, dass eine Lehrveranstaltung vielleicht nicht nach einem Semester endet, sondern erst nach einem Jahr, ja? Um einfach längerfristig mit gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten zu können. Und das sind gewisse Rahmenbedingungen, die dann diese Leadership eben von Lehrenden auch erst ermöglichen, die eben strukturell geschaffen werden müssen. Inklusivität bedeutet eben, dass man offen ist für die Beteiligung von unterschiedlichsten Stakeholdern, unterschiedlichsten Kulturen auch und Personen mit unterschiedlichsten auch Zielen, Werten und auch Wissen hintergründen. Bildung und Lernen als Prinzip dessen, dass letztlich Bildung und Lernen eben als Befähigung dient, selbst aktiv zu werden und die Kompetenzen für Nachhaltigkeit schafft. Und eben transdisziplinäre Forschung, welche letztlich auch zu den Innovationen führt, durch den Austausch zwischen Gesellschaft und Forschungseinrichtungen. Aber transdisziplinäre Forschung kann auch unter Akteuren in Communities of Practice selbst auch stattfinden, wo nicht unbedingt eine Forschungseinrichtung involviert ist. Ja. Auch dort kann es zu transdisziplinären Forschung kommen. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass diese Rolle von Bildung und auch Forschungseinrichtungen ganz wesentlich ist. Und auf das kommen wir nur noch etwas genauer hinzu. Wie schon auch erwähnt, in Rio de Janeiro, das Edco-Dokument nennt sich The Future We Want und bei der UN-Konferenz 2012. Dort wurde ganz deutlich darauf aufmerksam gemacht, dass Bildungs- und Forschungseinrichtungen eine ganz zentrale Rolle für die zukünftige Transformation der Gesellschaft haben. Was sind nun transformative Bildungseinrichtungen? Transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet einerseits inklusive Bildung, das heißt, sie ist offen für Akteure unterschiedlichsten Hintergrunds, etwa nicht auch nur für Studierende, sondern auch für gesellschaftliche Akteure, welche Rahmenbedingungen letztlich auch schafft, um eigenständige Handlungen für nachhaltige Entwicklung selbst zu übernehmen, also auch die Agency ermöglicht. Ja. Und diese Rahmenbedingungen eben der Transformation in den Bildungseinrichtungen müssen geschaffen werden für die Lernenden selbst, also für Schülerinnen, Schüler, Studierende, Lernende, wie auch für die Lehrenden und die Gesellschaft. Transdisziplinäre Bildung und auch Forschung wird dann durch gesellschaftliche Herausforderungen geleitet. Das heißt, es kommt ja auch noch, dass es nicht nur geht, dass die Universität einen Kanal nach außen hat, das heißt, ihr Wissen nach außen trägt, sondern auch das Wissen der Gesellschaft mit in die Universität eingebunden wird. Ja. Wenn es um nachhaltige Landwirtschaft etwa geht, ja, dass ein Bauer selbst mit seiner langjährigen, Jahrzehnte- oder generationenlangen Erfahrung auch mit eingebunden wird. Ja, und dieses Wissen mit in die Forschung integriert wird. Findet aber partizipativ statt, interdisziplinär, das heißt fachübergreifend und ist somit ein gemeinsamer Lernprozess. Das heißt nicht der Bürger lernt von der Uni und die Uni lernt vom Bürger, sondern es ist ein gemeinsamer Lernprozess, wo die Universität als Teil der Gesellschaft gesehen wird. Um so eine Transformation der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu gestalten, haben Bildungs- und Forschungseinrichtungen aber die Aufgabe, sich selbst auch zu transformieren. Das heißt, nach dem momentanen Modell vieler Forschungseinrichtungen ist das oft nicht möglich. Eben, dass die Formate der Lehrveranstaltungen zum Beispiel noch nicht existieren, wo das möglich wird. Entsprechend, wie schon erwähnt, Universitäten werden von reiner Inside-Out-Universitäten auch zu Outside-In-Universitäten. Dazu hat kürzlich Uwe Schneidling vom Wuppertal-Institut in Deutschland auch einen Beitrag geleistet. Thomas Tüllig vom Institut für Wirtschaft und Ökologie der Universität St. Gallen hat sich dazu auch stark geäußert zu diesem Wandel. Und Kiran Chokhan aus Indien auch, die im Bereich der Environmental Education Centers zu führen ist. Und das heißt, dieser Bedarf dieser Universitäten, die
letztlich nicht nur das Wissen nach außen geben, sondern auch das Wissen von außen aufnehmen, kommt von unterschiedlichsten Seiten. Eine Initiative, die im Rahmen der Rio+20-Konferenz gestartet wurde, ist die Rio+20 Treaty on Higher Education. Das ist ein Dokument, eine Art Selbstverpflichtung von Universitäten oder Hochschulnetzwerken auch, die sich dazu selbst verpflichten oder bereit erklären, zu transformieren in Richtung Nachhaltigkeit. Es geht dabei um die Entwicklung, oder diese Treaty wurde im Vorfeld der Rio+20-Konferenz entwickelt. Und die Schwerpunkte sind dabei, diese Whole of Institution Approach, das heißt eben, dass man ganzheitlich Institutionen betrachtet, gemeinsam mit der Gesellschaft, und die Transformation der Universität, die sie auch mitmacht. Und diese Treaties geben auch kurz-, mittel- und langfristige Ziele vor, die eine Universität umsetzen kann. Das heißt, kurzfristige Ziele, dass man mal sagt, okay, für nächstes Semester wird eine Lehrveranstaltung mal geplant. Ja. Mittelfristig soll diese Lehrveranstaltung auch institutionalisiert werden, dass sie wirklich fixer Bestandteil des Lehrplans wird. Und langfristig soll das Thema Nachhaltigkeit eben auch wirklich gesamten sämtlichen Lehrveranstaltungen der Universität etwa eingreifen. Ja. Also in einer, somit auch Mainstream des Themas der Nachhaltigkeit. Derartige Beispiele werden hier aufgezeigt. Ein weiterer Beitrag von einer großen Organisation kam gerade im vergangenen April von der International Association of Universities. Das ist so der Dachverband der Universitäten weltweit, der die Uni, die UNESCO auch angegliedert ist. Und die International Association of Universities hat hier als an sich neutrale Institution, das heißt, es ist nicht unbedingt aus dem Nachhaltigkeitshintergrund kommen, ihre Jahreskonferenz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet und als Ergebnis dieser Konferenz das sogenannte Iquitos Statement veröffentlicht. Iquitos ist eine Stadt in Peru, wo diese Konferenz stattgefunden hat. Und in diesem Statement werden sehr deutlich Punkte sehr deutlich gemacht, wie Universitäten sich weiterentwickeln sollten, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Dabei geht es einerseits um den Whole of Institution Approach, den ich schon erwähnt habe, auch um das Thema des Mainstreamings von Sustainable Development über sämtliche Disziplinen der Universität hinaus, um die Forschung zu Nachhaltigkeitsthemen selbst, um das Community Engagement, Sustainable Leadership und Gemeinde Leadership der Universität. Transdisciplinary Approaches, eben nochmals wieder diese Einbindung der Gesellschaft auch in Bildungs- und Lehraktivitäten, Campus Screening-Aktivitäten, also wie kann sich der Campus auch als Teil des Raumes nachhaltig gestalten und Networking eben auch, um den Wissensaustausch voranzutreiben. Dieses Statement ist momentan noch im Draft, wird weiterentwickelt und dann in der Neuer zu Ende der Dekade im Start des Global Aktionsprogramms verabschiedet. Aber ich denke, ein sehr wichtiges Statement an sich einer internationalen großen Organisation in Richtung dessen, dass sich hier nachhaltig Universitäten bewegen müssen. Wenn man über Universitäten spricht und es um Nachhaltigkeitsintegration geht und Bildungskompetenzen an sich auch, wenn man diese Befähigung unter den Studierenden schafft, selbst aktiv zu werden, hat hier an dem Lied von der Arizona State University ein Modell geschaffen, welches unterschiedliche Formen der Kompetenzen aufgreift, welche eben im Bildungsverlauf vermittelt werden sollen. Da geht es einerseits um diese System Thinking Kompetenz, also die Systemdenkkompetenz, ja, dass man nicht nur unmittelbar im Bereich der Aktion betrachtet, sondern auch die Wirkungen der Aktion mit betrachtet. Interpersonelle Kompetenz, also Sozialkompetenz zwischen Kulturen etwa, strategische Kompetenz, hier auch Energie planen zu können und Planungsprozesse gestalten zu können für Nachhaltigkeit. Normative Kompetenz ist an sich auch das Fachwissen, das mit Nachhaltigkeit verbunden ist in den einzelnen Disziplinen, die miteinander verbunden werden. Und eine anticipatorische Kompetenz ist auch so das Vorausschauen, dass man Missionen gestalten kann, ja, welche dann durch die strategische Kompetenz eben auch verwirklicht werden. Also diese Verknüpfung dieser unterschiedlichsten Kompetenzen sollte an sich eben durch das Bildungsangebot geschaffen werden.
und letztlich dann dazu befähigen, aktiv zu werden. An der Universität Lüneburg wurde vor einigen Jahren das gesamte Studium an sich neu strukturiert, der Bachelorstudiengang wie auch der sämtliche Masterstudiengänge. Ich muss sagen, die Universität Lüneburg ist eine kleinere Universität für österreichische Maßstäbe, auch mit 10.000 Studierenden, oder von dem Grazer Vergleich auch. Und was aber dort gemacht wurde, ist etwa, dass Studierende sämtlicher Studienrichtungen, egal ob Wirtschaftswissenschaften, Umweltwissenschaften, Kulturwissenschaften, Erziehungswissenschaften oder Rechtswissenschaften, alle Studierenden haben das erste Semester mal gemeinsam. Ja? Also da wird mal kein Fachunterschied gemacht. Alle Studierenden kommen im ersten Semester gemeinsam zusammen und haben in diesem ersten Semester gemeinsam teamorientierte und auch autonomische Settings, Lehrveranstaltungen, wo Projekte bereits umgesetzt werden. Also im ersten Semester haben die Studierenden bereits Projekte gemeinsam mit regionalen Akteuren, um Nachhaltigkeitsprojekte umzusetzen. Ende des ersten Semesters findet dann eine Konferenz statt, welche auch von den Studierenden geplant wird, wo die Gesellschaft auch mit eingeladen wird und wo die Studierenden nach diesem ersten Jahr ihre Projekte vorstellen. Das sind dann etwa 700 Studierende, die hier innerhalb eines Jahres, dieses eine Semester, in unterschiedlichsten Projekten bereits aktiv sind und bereits in dezidierten Lehrveranstaltungen über die Verantwortung und Methoden der Wissenschaft lernen. Und das im ersten Semester. Das heißt, Sie bekommen vom ersten Semester an sich schon mal die Brille der Nachhaltigkeit und über die Verantwortung der Wissenschaft Bescheid. Dann im zweiten Semester geht es in eine Fachvertiefung, den Major, haben noch dazu die Wahl eines Minors, also eines, um auch den interdisziplinären Charakter beizubehalten, können Sie noch ein weiteres Fach bilden. Und Komplementärstudium, sind immerhin auch ein Viertel des gesamten Studiums. Das sind Lehrveranstaltungen, die interdisziplinär sind. Oder meine Frau und ich, wir unterrichten jetzt zum Beispiel für ein Jahr lang eine Lehrveranstaltung, wo im ersten Jahr der Forschungsplan, der transdisziplinäre Forschungsplan mit regionalen Akteuren entwickelt wird und im zweiten Semester dann die Umsetzung stattfindet. Ja? Also mal auch eine Lehrveranstaltung ist, die über ein ganzes Jahr hinweg durchgeht. Und ein konkretes Projekt dann am Ende herauskommt. Oder Ergebnis. Auf diese Weise versucht also die Leuphana Universität hier die unterschiedlichsten Formen dieser Kompetenzen zu schaffen, die wir vorher erwähnt hatten. Das ist nur ein Projekt, wo ich auch schon erwähnt hatte, dass es eben auch darum geht, dass auch die Lehrenden an sich die Kompetenzen haben müssen, Nachhaltigkeit zu unterrichten. Ja, die Lehrenden müssen verstehen, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie sie ihre Fachdisziplin auch in die Nachhaltigkeit einbringen können. In diesem Projekt, das 3 Jahre lang dauert, versuchen wir mal ein europäisches Mapping zu erstellen, was auf nationaler Ebene an Angeboten der Weiterbildung für Lehrende an Universitäten besteht und dann in weiterer Folge auch eine Akademie zu schaffen. Und wir sind gerade am Ende dieses National Mappings, dieser Angebotsberichterstattung und kommen dabei drauf, dass eigentlich kaum bis gar keine Angebote der Universitätslehrenden und Fortbildung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung bestehen. In diesem Projekt ging es darum, dass man auch nochmal aufzeigt, eben die Rolle der Forschungs- und Bildungsinstitutionen im Nexus gemeinsam mit der Gesellschaft. Der Gesellschaft und auch politischen Einrichtungen, hier ein konkreter Beispiel von nachhaltiger Wassernutzung und Landwirtschaft in Tunesien. Aber es hat auch nochmal aufgezeigt, eben hier den Nexus zwischen Bildung, Forschung, Politik und Gesellschaft, die hier gemeinsam zu einer Transformation beitragen können, aber eben durch Kooperation gemeinsame Projekte. In Österreich gibt es eine ganze Reihe auch von Initiativen, die bereits bestehen, hier zu einer nachhaltigen Entwicklung an Hochschulen beitragen. Ich glaube, gerade nächste Woche oder übernächste Woche ist die Verleihung des Sustainability Awards, ein Award, der seitens des Ministeriums für Universitäten vergeben wird, für Nachhaltigkeitsprojekte. Es gibt ja
Allianz der nachhaltigen Universitäten in Österreich, neu von 22 Universitäten, hier auch mit aktiv sind, um sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Universitäten im Bereich Nachhaltigkeit weiterbringen können. Die BOKU ist da ganz zeitlich mit dabei. Sustainable Collection, auch ein Kooperationenprojekt der BOKU, der Universität Graz und der Bio-Graz, wo über 100 Lehrmaterialien zur nachhaltigen Entwicklung für Lehrende geschaffen wurden. Sustainability for You ist eine Initiative der vier Grazer Universitäten, der Kunst, Medizin, Technische Uni und der Uni Graz, die gemeinsam am Ort und Standort und in Graz zur nachhaltigen Entwicklung gemeinsam mit Themen beizutragen. Und in der Einführung wurde schon kurz Eukos auch genannt, etwa auch Studierendenorganisationen, die ganz wesentlich sind, hier innerhalb ihrer Institutionen zu einer Nachhaltigkeitstransformation beizutragen. Ich glaube, es war auch diese Woche in den Medien, dass auch Wirtschaftsstudierende etwa neue Inhalte in ihrer Lehre fordern. Was bringt die Zukunft? Kommt zum Ende. Zum einen geht es darum, die Pilotprojekte in so eine Institutionalisierung auch zu bringen. Das heißt, dass wir zwar aus Pilotprojekten Wesentliches lernen, aber dann uns auch überlegen, okay, wie kann man diese Projekte dann auch institutionalisieren. Das sind solche einzelne Lehrveranstaltungen, nicht nur Tests bleiben, ja, sondern dann auch wirklich Teil des gesamten Curriculums werden. Es geht um transformative Qualitätssysteme, das heißt, wie wird Qualität überhaupt auch für Hochschulen oder für Bildungseinrichtungen selbst auch reflektiert? Bei Hochschulen richten sich sehr stark nach wie vor nach Rankings, die aber sehr stark nach Publikation und Drittmittel getrieben sind. Auch hier geht es darum, wie können wir in diese Rankings oder auch in die Qualitätssysteme von Universitäten die gesellschaftliche Rolle und Verantwortung in den Universitäten und Unternehmen mit einbringen. Modelle von Bildungseinrichtungen, welche Transdisziplinarität unterstützen, dass diese weiter verbreitet werden und umgesetzt werden. Und es geht sehr stark, wie schon gesagt, auch um die Befähigung von Akteuren. Das heißt, durch die Kompetenzen, die durch BNE entstehen, Menschen zu befähigen, selbst auf lokaler Ebene aktiv zu werden. Sei das nun in den Hochschulen oder auch in Communities of Practice, in Gemeinden, in Regionen, Städten oder in Ländlichen. Als Konklusion, nun, wie können gesellschaftliche Lern- und Forschungsaktivitäten zu nachhaltigen Transformationen in Lebensräumen beitragen? Einerseits also, indem Bildung und Forschung auf gesellschaftliche Bedürfnisse konkret Rücksicht nimmt. Dafür braucht es halt auch das Assessment und die Integration der Akteure, der Betroffenen. Bildung für nachhaltige Entwicklung, Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung auch schaffen, ja, die ich auch genannt habe. Es geht dabei aber auch um systemische Änderungen, das heißt Schaffen von Möglichkeiten und Freiräumen für wesentliche Initiativen und diese Capabilities, die geschaffen werden, dass man von exklusiven zu inklusiven Ansätzen auch kommt. Und ich möchte nicht hin und anhalten, dass es auch zu Erhöhung von Budgets kommt, auch systemisch für transdisziplinäre Forschung auch, ja. Dass hier auch in der Forschung als Qualitätskriterium in der Begutachtung von Forschungsprojekten transdisziplinäre Kriterien stärker berücksichtigt werden und die entsprechenden Budgets für solche Forschung auch geschaffen werden. Und dem transformative Qualitätskriterium entsprechend auch geschaffen werden. Die Verantwortung liegt insofern sicherlich bei der Politik, aber eben auch und mit und genauso bei jedem Einzelnen in der Gesellschaft, hier selbst aktiv zu werden, Initiativen zu initiieren, wie auch sehr stark eben bei Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Vielen Dank.